So, ich wünsche euch allen ein friedliches, schönes, angenehmes Osterfest. Und ich möchte alle, die hier heute Abend oder auch morgen oder auch übermorgen am Osterfeuer Platz nimmt, dass ihr euch vorstellt, dass jeder Funke, der auf dem Osterfeuer kommt, ein göttlicher Funke ist, der in euch selbst erfacht wird. Daher möchte ich euch einladen, auch zur Liebe. Liebe ist nicht, was einem zufließt, sondern Liebe ist eine Geisteshaltung und eine Körperhaltung. Daher bitte ich euch, seht neu hinein und schaut, was könnt ihr empfangen. Was möchtet ihr empfangen? Welche Liebe wollt ihr haben? Wollt ihr die volle Liebe haben? Wollt ihr die Liebe auf Mitleid haben? Oder wollt ihr die Liebe haben, weil es kracht bei euch? Und daher lade ich euch ein, auf meinen Seminaren, wenn ihr möchtet, zur Familienstellen, zum Regieamt, zu meinen Vorträgen, zu meiner Dienstesrunde und zu meinen Einzelsitzungen, um euch ein Stückchen näher zu kommen. Ebenso danke ich aber auch die, die mir nicht so frohgesinnt sind, die manchmal sagen, was will der denn? Auch euch, ihr dürft so sein, wie ihr wollt. Das macht unsere Palette viel reichhaltiger und macht die Sache interessanter. Und daher sage ich, wir sehen uns, wir hören uns oder wir schreiben uns. Tschüss!